Hallo, ich bin's wieder, Thomas von TomTomTom Games und ihr seid mit dabei in der allerersten Folge unserer Let's Play-Reihe von Der Planer, einer Wirtschaftssimulation, die im Frachtgewerbe, in der Logistikbranche angesiedelt ist. Sie ist aus dem Jahr 1993 und von Greenwood Entertainment. Wir sind jetzt mittendrin hier im Vorspann. Ich lasse den mal laufen. Ist also ein gerendertes Video, was hier abläuft. Die Musik im Hintergrund ist jetzt die Variante, die man hören würde, wenn man damals in der glücklichen Lage war, einen Roland MT32 zu haben. Ich dachte, wir gönnen uns mal diesen audiophilen Luxus in diesem Falle. Aber das, ich sag mal, die Musik klingt auch mit den FM-Synthesizern, also mit einem normalen Soundblaster, gut genug. Es läuft halt eben so nebenher. Ja, wir starten hier durch. Ein gewöhnlicher Morgen irgendwo in Deutschland und wir sind der junge Mann auf der linken Seite. Guten Morgen, mein Schatz. Guten Morgen, gut geschlafen? Aber klar, und du? Ja, ich habe auch gut geschlafen. Mann, die Föhnfrisur schon alleine, ne? Aber ich meine auch die Unterhaltung. Eieieiei. Das ist aber schön. Hast du dir schon eine Anzeige ausgesucht, auf die du dich auch mal bewerben möchtest? Also ihr seht, der Druck zu Hause ist groß. Wir sollen uns endlich bewerben. Denn wir sind mal wieder arbeitslos. Bis jetzt noch nicht? Typische Antwort natürlich. Gestern Abend habe ich noch so lange gezockt. Ich habe noch Planer gespielt. Und vorher habe ich noch zwei Let's Plays gemacht. Deshalb ist das jetzt gerade nichts. Muss ich mir wirklich eine Anzeige anschauen? Na dann wähl doch jetzt mal, ob dir ein leichter oder eher ein schwerer Job lieber ist. Och, ja, ich bin ja eher so auf der faulen Seite unterwegs. So. Ja, so fängt das Spiel an. Wir starten also durch in einer bestehenden Spedition und suchen jetzt hier in den Anzeigen uns eine Stelle aus. Und ja, das hier ist die klassische Version Planer 1. Es gibt auch eine Planer 1 Gold. Da hat man die Möglichkeit, am Telefon mit denen erstmal zu reden, um so ein bisschen klarer zu erfahren, worum es da eigentlich gerade geht. Denn es geht immer darum, dass man man ist eigentlich immer nur für einen bestimmten Zeitraum bei diesem Unternehmen. Und innerhalb dieses Zeitraums muss man bestimmte Ziele erfüllen. Und das ist natürlich unterschiedlich schwer. Ja, gefällt mir erstmal auf den ersten Blick vor allen Dingen die Spedition Meier und Driveout KG. Die gefallen mir ja gut. Die haben auch schöne Anzeigen hier. Ey, hör mal. Also, wir sind noch immer am Suchen dran für einen Geschäftsführer, der was auf dem Kasten hat. Da von uns sowieso keiner die Peilung hat. Spedition Meier. Ich würde sagen, irgendwo im Ruhrpott. Hier ist noch ein Platz frei, ey. Hey, Meister, komm zu uns rübergewalzt. Wir haben alle keinen Bock auf doppelte Maloche hier. Und wir brauchen einen neuen Boss. Oder wie das heißt. Klotz doch mal ran. Also, die sind wohl ganz in der Nähe angesiedelt, denke ich. Ja, also es klingt eigentlich ganz gut. Ich wollte ja auch keine doppelte Maloche. Ich habe ja extra das Leichte genommen. Wir gucken mal bei der Driveout KG vorbei. So, und hier steht es jetzt. Die Inhaber wünschen einen Ausbau der vorhandenen Kapazitäten und zusätzlichen Frachttransport durch Schiffe. Das Ganze läuft nur einen einzigen Monat. Das ist schon immer ziemlich kurz, muss ich sagen. Gut, wir bekommen dann 7000 D-Mark Gehalt. Und zwar ab dem nächsten Monatsersten. Ja. Ja, und jetzt können wir da unterschreiben. Und wir sind natürlich nicht Holger Dickmann, sondern wir sind ja TomTeTom, das wissen wir ja schon. So. Ja, also das war ja ein tolles Angebot. Oh. Da ist also jetzt hier die graue Eminenz, die erzählen uns jetzt, was so los ist und was wir machen müssen.
Die Hauptstelle befindet sich in Bonn. Okay, da können wir also auf dem Rhein vielleicht die Schifffahrt benutzen. Ja, ein entsprechendes Wohnhaus wurde extra für Sie in der Nähe angemietet. Sehr erfreulich. Sie erhalten ein Gehalt über 7000 D-Mark ab dem nächsten Monatsersten. So, und jetzt wird es interessant. Können wir uns denn auch noch bedienen, wenn wir gut wirtschaften? Eine Erfolgsprämie von 5% vom Gewinn. Ah ja, das ist schön. Das müssen wir also mal schauen. Wenn Sie schlecht wirtschaften, so müssen Sie bei Vertragsende 7% vom Verlust zahlen. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Aber ja, das wird auch nicht ganz leicht. So, 10 Arbeitnehmer. Jetzt wird es spannend. Die stellen jetzt das Unternehmen vor. 8 Lastwagenfahrer. So, und was haben die jetzt für Lastwagen? Denn die Lastwagen sind natürlich immer spezialisiert auf eine bestimmte Fracht. Silo ist das hier, okay. Zwei Silogliederzüge mit Anhänger jeweils. Also wirklich komplette Züge. Zwei Züge. Okay, das ist ein Tankgliederzug. Davon haben sie auch zwei Stück. Tank ist schon immer ein Problem. Denn bei der Tankfracht gibt es natürlich oft den Fall, dass man Gefahrgut transportieren muss. Und hierfür brauchen die LKW-Fahrer dann eine spezielle Lizenz, den ADR-Schein. Da muss man also dann immer zusätzlich drauf achten. So, dann nochmal zwei. Ne, ein Kühlgliederzug. Mit Anhänger, ja. So, mal sehen, ob es auch noch Sattelzug. Ja, da gibt es auch noch Sattelzugmaschinen. Eine, okay. Heißt, wir haben sechs Lastwagen. 2, 2, 1, 1. Und für den Sattelzug haben wir einen Tanksattelauflieger, okay. Gut, also 8 LKW-Fahrer, 6 Lastwagen, das ist ganz gut. Da kann auch jemand mal krank sein, das ist in Ordnung. So, und jetzt sagen Sie schon, im Büro würden wir noch Näheres erfahren, denn der Auftrag war ja, dass wir das ausbauen. Und ja, da müssen wir natürlich erstmal genau wissen, was wir ausbauen sollen. Welchen Frachtbereich müssen wir inwieweit ausbauen und ja, das ist auch nicht so ohne, denn natürlich kostet das alles Geld. Und wir haben nur einen Monat Zeit. Die Zahlungsmoral der Kunden ist auch nicht die beste, werdet ihr sehen. Also, das ist schon hier nicht so einfach. Ja, jetzt hat mich die Chefetage da losgelassen. Und es kann losgehen. Jetzt ist Samstag der 1.1. Wir treten unseren Dienst an im Jahr 1994 und zwar treten wir den erstmal im Bett an. Ich denke, wir können mal genüsslich ausschlafen. Es ist Samstag, wir gehen auch vor Montag nicht arbeiten. Also, jetzt mal aufstehen um 8 Uhr und dann sitzen wir wieder in der Küche mit der Föhnfrisur. Und dieses Wochenende? Was meinst denn du? Ja, jetzt könnte ich mich flüchten sozusagen auf die Arbeit, aber das machen wir nicht. Wir gehen erst Montag dahin. Vorher passiert da eh nichts. Ach, wir fahren mal ins Spielcasino. Tja, leider ist das Wochenende vorbei. Warum gewinnen immer nur die anderen? Ja. So. Jetzt, also so beginnt jeder Tag. Jeder Tag beginnt mit der Möglichkeit, länger auszuschlafen. Das kann wichtig sein, wenn man hinterher sehr, sehr lange Arbeitszeiten hat, damit der Gesundheitszustand nicht zu sehr absinkt. Zeige ich euch jetzt gleich im Standardbild sozusagen, wo man das alles ablesen kann. Im Normalfall stehen wir aber um 6 Uhr auf. Und dann beginnt jeder Tag am Frühstückstisch mit unserer Ehefrau, die wir auch als die Föhnfrisur kennen. Und dann kann es immer sein, dass da mal wieder irgendwas ist. Also meistens geht es darum, dass sie dass irgendwas kaputt ist und wir es bezahlen sollen. Ist ja eh das primäre Ziel hier,
Reichtum anzuhäufen und Luxusgüter. Und deshalb sind es oft solche Dinge. Aber manchmal gibt es eben auch Events, wo man dann pünktlich sein soll. Also ob jetzt die Schwiegermutter zu Besuch kommt oder unser Sohn ein Tennisturnier hat oder so. Und da muss man schon aufpassen, damit man sich an dem Tag auch dran hält. Sonst ist hinterher der Haussegen, hängt dann schief. Also, haben wir gut geschlafen? Klar, bestens. Und jetzt? Aha, dein Sohn geht heute Abend mit Kollegen in die Jugenddisco. Na, wenigstens einer, der sein Leben genießen kann. Mann, was sind wir negativ. So, und jetzt sind wir in der Firma angekommen. Und das ist sozusagen hier so der Hauptbildschirm. Wir sehen erstmal hier unten, da wo dieses Endlospapier ist, da werden wir später unsere Optionen immer sehen. Da steuern wir im Prinzip die meisten Bereiche. Hier gibt es eine grobe Übersicht. Uhrzeit, Datum ist ja wichtig. Uhrzeit und Datum sind beide wichtig. Wir haben oft Terminfracht. Es gibt Termine, die wir hier im Unternehmen einhalten müssen und so weiter. Unser aktueller Kontostand, im Moment noch in den grünen, schwarzen Zahlen, sage ich mal. Hier die Gesundheit. Dann unser Einfluss- und Bekanntheitsgrad ist, glaube ich. So, dann haben wir hier ein Mobiltelefon dabei, natürlich noch von der alten Sorte. Wir können also jederzeit Menschen anrufen. Dazu kommen wir aber später. Und wir haben einen Laptop dabei. Der spielt eine sehr große Rolle. Ich boote den jetzt mal, im wahrsten Sinne des Wortes. Das wechselt tatsächlich jetzt von diesem Grafik in einen Textmodus. Und simuliert jetzt also wirklich hier den Systemstart. Das ist so ganz nett, so als kleines Gimmick. Schalte ich aber dann meistens sofort aus, weil es mir nämlich im Spielverlauf insgesamt auf den Sender geht. Und man muss sich ja jetzt mal überlegen, den benutzt man wirklich ständig. Dieser Laptop ist also ganz wichtig für die Kontrolle des Unternehmens. Und ja, deshalb stellen wir mal den Laptop Reset, den stellen wir einfach mal aus. Die Animationen können wir anlassen, Musik lassen wir mal an, die plätschert so im Hintergrund so ein bisschen vor sich hin. Und die Fax-Vernichtungseffekte, die schalten wir auch mal aus, diese Animationen. Okay. Ja, wir können jetzt hier in dem Laptop, haben wir jederzeit die Möglichkeit, uns anzuschauen, welche Aufträge gibt es, welche haben wir noch nicht erfüllt. Welche haben wir noch nicht bestätigt? Also wir bekommen Auftragsangebote und manche können wir einfach so annehmen und andere müssen wir mit per Fax bestätigen. Deshalb diese Unterscheidung. Dann eben welche, wo es schiefgelaufen ist, die wir also versäumt haben. Und hier eben erfüllte oder auch verkaufte Aufträge. Also wir können auch Aufträge verkaufen, wenn wir die nicht schaffen, an jemanden anderen. Ja. Gleiches gilt natürlich für Rechnungen. Wenn wir gleich ins Büro kommen, liegen da wahrscheinlich schon die ersten. Die können wir ja auch einsehen. Können unsere Kontoauszüge anschauen, unseren Fuhrparkbestand, Personalbestand und so weiter und so weiter. Und das ist noch viel wichtiger, wir können noch andere Software dazu kaufen. Das werden wir auch gleich irgendwann tun. Und zwar wichtig ist vor allen Dingen die Gewinn- und Verlustrechnung. Und die Bilanz hier, das ist ziemlich wichtig, die sollten wir uns anschauen regelmäßig. Damit die funktionieren, brauchen wir aber vor allen Dingen, ich gehe jetzt mal, verlasse den Laptop erstmal wieder. Dann kommen wir wieder in die Standardspielgrafik. Dafür brauchen wir erstmal Personal entsprechendes. Ja, und jetzt müssten wir tatsächlich erstmal gucken, was haben wir an Personal. Das geht beim Personalmanager. Aber wir fangen im unteren Stockwerk trotzdem an. Hier links die Tür, da ist die Werkstatt. Da können wir dem, wenn wir einen haben, dem Werkstattmechaniker sagen, wie er die Fahrzeuge warten soll, dass er es automatisch macht oder nur, wenn wir das sagen. Hinter dieser Glastür hier geht es raus zum Fuhrpark. Das müssen wir regelmäßig machen, um die Lastwagen auf die Reise zu schicken. Das macht man üblicherweise von da. Hier ist unser PR-Raum, da können wir einerseits Anzeigen schalten bei Zeitungen. Andererseits gibt es im Spiel immer wieder Events, wo man unter Umständen mit der Presse sprechen muss, zum Beispiel nach Unfällen, in die unsere Fahrer verwickelt sind. Und auch das passiert im
Presseraum natürlich. Ja, im Stockwerk drüber der Personalmanager. Da gehen wir als nächstes hin. Ein Konferenzraum. Und habe ich vergessen. Gucken wir mal eben im Aufzug. Wir gehen einfach mal zum Aufzug. Und, ach, die Zweigstellen. Genau, Zweigstellen kann man auch noch haben. Die sehen dann genauso aus vom Gebäude. Etwas kleiner, also damit man das auch klar unterscheiden kann. Aber auch die sind so gestaffelt mit den Räumen. Ja, es gibt insgesamt 4 Stockwerke. Hier haben wir noch eine Rechtsanwältin, eine Buchhaltung und die Funkzentrale. Und unser Büro ist im obersten Stockwerk. Ganz links hier unser Schreibtisch. Hier ist, da ist der Faxraum. Dann können wir einen Manager haben, der hat da sein Büro. Das werden wir auch machen. Und das ist sozusagen die Einkaufszentrale. Also ich habe ja erwähnt, das Ziel ist es eigentlich, hier Reichtümer anzuhäufen. Und das machen wir in diesem Raum im obersten Stockwerk rechts. Da können wir shoppen gehen. Das ist sozusagen das eBay von 1993. Ja, gehen wir mal zu unserem Personalchef hier. Der sagt erstmal keine Krankmeldung heute. Das ist natürlich erfreulich. Dann klicken wir auf den Aktenschrank und schauen uns mal an, was haben wir denn? Die Führungsetage oder so, die Besitzer haben ja gesagt, wir haben 10 Angestellte, 8 Lastwagenfahrer, die sehen wir hier unten, unseren Personalchef und eine Telefonistin haben wir. Ja, also wir sollten auf jeden Fall direkt versuchen, die volle Personalausstattung ranzuziehen. Eine Rechtsanwältin, eine Buchhalterin und einen Manager sollten wir uns heranziehen und ein Mechaniker wäre auch noch gut. Und außerdem brauchen wir auch Putzfrauen, sonst vermüllt nämlich unser Gebäude. Also wir haben tatsächlich einiges, was wir machen müssen. Also sehen wir mal nach, was es so gibt. So, zum Glück gibt es im Moment eine Rechtsanwältin auf dem Stellenmarkt. 36 Jahre, die bekommt 10.000 D-Mark, aber das machen wir. Ja, die verdient also mehr als wir. Aber die hat ja auch studiert und wir haben nur rumgesessen mit der Föhnfrisur. Dann brauchen wir einen Kfz-Mechaniker, auch den stellen wir an. Und hier kann man also immer den Einsatzort bestimmen, aber wir haben keine Zweigstelle, deshalb bleibt das immer beim Brunnen. Und dann brauchen wir noch eine Buchhalterin oder einen Buchhalter. Die verdient relativ wenig Geld, auch die stellen wir ein. Und jetzt könnten wir noch einen Manager gebrauchen. Kriegen wir aber gerade nicht. Okay. Ja, dann stellen wir noch Putzfrauen ein. 1. Also für jedes Stockwerk eine sollte auf jeden Fall schon mal drin sein. Vielleicht sogar später noch mehr. Klingt blöd, aber ist immer ärgerlich, wenn das Gebäude so vermüllt. Sehen auch die Besitzer einfach nicht gerne. LKW-Fahrer lasse ich jetzt erstmal, wie es ist. So. Wir gehen also hier raus und dann erledigen wir jetzt direkt mal. Ah, wir können noch nichts erledigen. Die meisten der Angestellten fangen also jetzt erst um 9 Uhr an. Wir gehen also erstmal in unser Büro und schauen uns dort um, wie das denn eigentlich funktioniert und wie es da alles aussieht. Auch dort haben wir einen Computer stehen, auf dem wir andere Sachen sehen können als auf unserem Laptop. Das ist also die Standardübersicht hier. Auch hier haben wir ein Telefon, können also Vertragspartner zum Beispiel anrufen und so weiter. Wir haben den Computer, da kommen wir gleich zu. Und das hier ist eigentlich das Wichtigste, das ist unser Ablagefach. Ich klicke jetzt mal drauf. Und da erhalten wir sowohl die Rechnungen als auch die Aufträge. Hier sieht man jetzt, das ist ein Kühlauftrag für Kühltransporte. 19 Frachteinheiten Hamburger. Und zwar immer mit einem festen Abgabedatum. Hier 2 Tage. Müssen wir das in 2 Tagen muss das in Koblenz sein und hier steht dann, was man dafür bekommt, wenn man das erfolgreich abliefert. Und es steht auch immer da, wie hoch die Konventionalstrafe ist, wenn man das nicht schafft. Hier muss jetzt auch nichts bestätigt werden, den würden wir also einfach registrieren und dann könnten wir den nutzen. Wenn wir ihn allerdings registrieren, ist das auch eine Verpflichtung, den auszuführen. Also wenn wir das nicht tun, der ist jetzt angenommen, dann müssen wir die 10.000 D-Mark Strafe zahlen. Wir nehmen den mal, denn wir brauchen ja Aufträge. So, dann haben wir noch Rechnungen vorliegen. Hier Telefonrechnungen,
50 Mark registrieren wir einfach erstmal. Und hier auch Faxgebührenrechnung. Machen wir auch. Das ist einfach so laufende Kosten, die wir haben. Ja, es kommen Aufträge immer zur vollen und zur halben Stunde rein. Also in 5 Minuten würde jetzt wieder, würde hoffentlich wieder was reinkommen. Nicht zwingend jede Stunde kommt was rein. Das ist sehr stark davon abhängig, wie viele Verträge man mit anderen, mit der Industrie hat oder wie viel Werbung man geschaltet hat. Aber jetzt wird es gleich 8 und dann sehen wir, nichts sehen wir. Ist nichts passiert, okay. Dann gehe ich jetzt mal auf den Computer und dann sehen wir eben, hier gibt es ganz verschiedene Punkte. Auch hier können wir unsere Aufträge einsehen, zum Beispiel hier ist jetzt der angenommene Auftrag mit den Hamburgern und auch die anderen Auftragsarten sind alle verfügbar. Das ist also die Überschneidung. Hier die offenen Rechnungen, können wir jetzt einfach sagen. Also das können wir filtern zum Beispiel. Jetzt können wir hier auch bezahlen. Ja, das soll man bezahlen und die bezahlen wir auch. Das kann man hier im Computer machen. Wir können mal unsere Kontoauszüge checken. Und hier ist jetzt die Geschäftsführerübersicht. Wir haben keine Reisekosten offen. Unser Gehalt beträgt 7000 D-Mark. Wir haben im Moment keinen Anspruch auf Prämie. Deshalb können wir die auch nicht auszahlen. Unser Vertrag läuft bis zum Ende des Monats. Wir sind Anfänger. Und hier steht eben nochmal klar, die Inhaber wünschen einen Ausbau der vorhandenen Kapazitäten. Ja, hier können wir jetzt kündigen, Reisekosten abrechnen und so weiter. Das brauchen wir aber im Moment noch nicht. Jetzt hier unser ganz grob unsere Gewinn- und Verlustrechnung, aber wirklich in sehr übersichtlich. Hier kann man den Fuhrpark ansehen und hier sind die Pläne für die Schifffahrt, für den Flugverkehr und für die Eisenbahn, denn die können wir alle mitnutzen. Wir können also unsere Sachen auch über andere Verkehrsmittel abwickeln, nicht nur mit unserem eigenen Fuhrpark. So, hier ist jetzt so eine Übersicht. Das ist erstmal die Firmenübersicht. Wir haben einen Verlust von 50.000 D-Mark. Wir sind unbekannt in der Branche und hier sehen wir, wie unsere Werbung sozusagen einschlägt. Wir haben jetzt ja auch keine gemacht, deshalb überall 0%. Und wenn wir dann Werbung geschaltet haben, dann wird dieser Wert entsprechend steigen. So, und das ist die wichtige Seite, die Statusseite. Hier steht nämlich jetzt, gut versteckt, was eigentlich die Spitze des Unternehmens von uns fordert. Sie fordert nämlich, dass wir einen zusätzlichen Tankliederzug kaufen, aber andererseits auch, dass wir bestimmte Frachteinheiten im Umfang vorhalten sozusagen. Also wir sollen zwar nur einen Tankliederzug mehr haben, und der muss uns aber so viel zusätzliche Frachteinheiten bringen, dass wir auf 90 an Kapazität gesamt kommen. Und wir müssen zwar keinen Silo-Gliederzug kaufen, aber es ist Silo-Fracht im Umfang von 75 Frachteinheiten gefordert und wir haben nur 42. Und wir brauchen einen festen Vertrag mit einer Reederei. Ja, das ist eigentlich alles zu schaffen, aber es ist schon auch teuer. Und es ist nicht so ganz einfach, weil dieses Unternehmen so breit aufgestellt ist und dabei aber wenig Fahrzeuge hat. Und dann muss man jetzt eben sehen, wie kriegt man das hin, dass man Verträge auch mit Unternehmen abschließt, die einem regelmäßig damit dann Aufträge zukommen lassen. Auf der anderen Seite dürfen es aber auch nicht zu viele werden, denn die kann man dann eventuell nicht erfüllen mit so wenig Lastwagen. Also da liegt jetzt eigentlich die größte Schwierigkeit hier in unserem Bereich. Ja, gucken wir hier noch eben, dass unser privates Ansehen. Wir haben noch, wir haben 300 D-Mark offensichtlich schon ausgegeben. Wir haben keinen Bankkredit im Moment. Unser Gesundheitszustand ist ausgezeichnet. Wir haben keine Luxusgüter und der Lebensstandard ist fast null. Das sind also die beiden hier unten, die in der anderen Ansicht hier. Ja? Die Luxusgüter und so. Ja, dann gibt es hier einen Drucker. Wir könnten jetzt tatsächlich auf endlos Papier wunderschöne Statistiken ausdrucken. Aber das werden wir nicht tun, denn dann stürzt DOSBox ständig ab.
eine Landkarte. Das sind die Städte, die es gibt in diesem Spiel. Wir sind in Bonn angesiedelt, hier gut zu erkennen der Rhein. Es gibt Köln, es gibt Düsseldorf, Mönchengladbach, geht bis Koblenz runter, Siegen, das ist natürlich eine Topstadt, Bielefeld und so weiter. Osnabrück, Bielefeld? Es gibt Bielefeld? Wusste ich gar nicht. Hamm, Münster und so weiter. Diese Städte können wir auch bereisen, können dort zum Beispiel zum LKW-Händler oder so, können dort Verträge abschließen vor Ort oder Zweigstellen aufmachen, aber das ist in diesem Falle in dem Monat, den wir hier bei dem Unternehmen verbringen werden, nicht gefordert und auch nicht sinnvoll. Ja, ich werde euch jetzt mal, weil wir im Prinzip jetzt fast schon eine halbe Stunde um haben, nur mit dem Kennenlernen der ersten Dinge, denke ich, wir bringen jetzt mal den ersten Lastwagen auf die Reise. Damit wir wenigstens das auch gesehen haben, denn das ist ja der Kern der ganzen Geschichte. Dann gehen wir noch in die Stadt und fahren nach Hause einmal und dann werden wir... ja, wobei das nicht sinnvoll ist. Wir müssen den Tag im Prinzip ja weiterspielen. Also wir fahren wohl nicht nach Hause, aber ich zeige euch das mit den Lastwagen noch. Also hier ist erstmal unser Fuhrpark. Diese Lastwagen sind auch jetzt gerade da. Einige der Lastwagen, wenn sie unterwegs sind, haben ein Faxgerät, das kann man auch nachrüsten. Und dann kann man ihnen auch Aufträge zufaxen, sodass sie gar nicht erst wieder in die Zentrale zurückkommen, sondern direkt zum nächsten Kunden fahren. Ja, wir versenden jetzt, wir gehen also hier auf die 2, einen Lastwagen mit Auftrag und wählen dann erstmal den Auftrag aus. 19 Frachteinheiten Hamburger hatten wir ja. Und den nehmen wir. Da ist nochmal eine Übersicht. Wir sagen, nehmen wir. Und jetzt haben wir hier einen Lastwagen zur Auswahl. Wir können auch hin und her schalten. Wir können nicht hin und her schalten. Wir haben nämlich offensichtlich nichts anderes zur Auswahl. Wir könnten hier die LKW-Art noch wechseln. Aber Sattelzüge, zeigt er direkt an, haben wir nicht mit für Kühlfracht. Das akzeptieren wir. Wählen dann einen Fahrer aus. Hier sieht man jetzt schon, ich hatte das angesprochen, für die Tanklastzüge braucht man eben oft Fahrer mit ADR-Schein und wir haben jetzt hier schon mal vier Fahrer mit ADR, das ist natürlich super. Die sollten wir natürlich dann auch dafür aufsparen. Wir nehmen also jetzt hier den Herrn Thomsen, der hat noch 8 Stunden gut auf seiner Karte für heute. Das spielt auch eine Rolle, denn der Fahrer muss natürlich nach seiner Lenkzeit eine Pause machen. Und wenn dann der Auftrag aber da sein muss, dann gibt es halt ein Problem, wenn man den falschen Fahrer gewählt hat. Ja, das ist nochmal die Übersicht. Wir sagen jetzt abfahren und gut ist. Man kann jetzt noch sagen, die Fracht soll versichert werden, falls irgendwas passiert, aber tendenziell lohnt sich das eigentlich nicht. Vor allem nicht bei so einem geringen Auftrag. Also versenden und schwupp ist der Lastwagen weg. Und jetzt sehen wir, dass wir nichts sehen, keinen Kühllastwagen mehr da in unserem Fuhrpark. Gut, gehen wir mal hier wieder raus. So verschickt man also dann die Lastwagen mit den Aufträgen. Das muss man im Prinzip ständig machen. Das ist so das tägliche Brot. Hier können wir unsere Firmenzentrale verlassen und können uns erstmal in der eigenen Stadt hier bewegen. Wir sind in Bonn. Das heißt, hier gibt es jetzt einen Hafen, einen Flughafen, einen Bahnhof, zu dem wir können. Und es gibt immer 2 Händler. Man hat es schon im Vorspann gesehen. Offensichtlich gibt es hier eine Lizenz. Es gibt nur Lastwagen von dieser Marke mit dem Stern, die ja irgendwie aus Süddeutschland kommt. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ja, wir können zum LKW-Händler fahren. Es gibt 2 in jeder Stadt. Und er hat immer ein festgelegtes, also... Die haben immer unterschiedliche Lastwagen im Angebot und ja, dann muss man sehen, was man halt braucht. Und ihr seht jetzt mal an den Preisen, so ein Sattel, so eine Sattelzugmaschine, die kostet halt mal eben 170.000. Oder noch schlimmer, so ein Gliederzug, die Zugmaschine kostet mal eben 250.000. Also da kommt schnell einiges zusammen, wenn man die Frachtkapazitäten erhöhen will. Man kann hier eben auch die Nachrüstung mit Fax und Telefon machen, man kann Werbelackierungen machen. Das ist interessant, um bekannter zu werden.
Man kann aber auch das als Sponsoring sehen und dann kann man von Greenwood die Werbung auftragen lassen und dann geht man mit ein bisschen Gewinn raus. Wobei das nicht so viel ist. Ja, wenn wir auf die Autobahn hier klicken, können wir auch die anderen Städte bereisen, aber das machen wir jetzt nicht. Und am Ende des Tages fahren wir wieder nach Hause und müssen dann hier drauf klicken und dann gibt es zu Hause nochmal was, aber das sehen wir in der nächsten Folge. Ja, das ist im Prinzip der Anfang unserer Karriere jetzt. Wir haben erst 2 Stunden im Unternehmen verbracht bisher, weil ich so viele Einzelheiten erstmal erklären musste. Nächste Folge sollten wir versuchen, den Tag zu Ende zu spielen und darauf hoffen, dass am nächsten Tag ein Manager auf dem Stellenmarkt auftaucht. Den können wir gut gebrauchen, denn dem kann man einiges an Arbeit abgeben. Das können wir auch diese Folge schnell noch machen, damit wir es nicht vergessen. Nämlich der Rechtsanwältin und der Buchhalterin Anweisungen geben, was sie eigentlich tun sollen. Sonst bekommt die Rechtsanwältin nämlich ihre 10.000 D-Mark hier für nix. So, Anweisungen. Die sollen nämlich alle Rechnungen bearbeiten. Und zwar egal bei welchem Kontostand Rechnungen. Wir wollen nämlich keine säumigen Zahler sein. Immer raus mit dem Geld. Es soll natürlich gemahnt werden. Und zwar alle Aufträge werden angemahnt. Und die Ladungsversicherungen wenn wir doch Ladungsversicherungen abschließen, dann werden die automatisch aus dem Büro geholt und bezahlt. Das wollen wir so. Ja, das ist alles, was die Rechtsanwältin kann. Wobei sie dann auch noch die zusätzlichen Verträge überprüft, die wir abschließen mit den Reedereien und so. Und das müssen wir ja auch noch machen. So, jetzt gehen wir noch zur Buchhalterin, gucken da mal vorbei. Die ist jetzt auch da, es ist nach 9 Uhr. Und da können wir jetzt einfach nur einsehen, wie jetzt gerade der Stand so ist. Also, aktueller Verlust, wissen wir ja schon, 50.000 D-Mark. Hier können wir alle möglichen Sachen auch noch einsehen. Aber sonst können wir der Dame keinerlei Anweisung geben. Die sammelt einfach alle Zahlen und arbeitet die für uns auf. Wenn man keine Buchhalterin hat, dann variieren die Zahlen manchmal total. Man geht also auf die Gewinn- und Verlustrechnung, bekommt einen Wert X und dann klickt man nochmal drauf und man bekommt einen Wert Y. Und dann hilft das natürlich überhaupt nicht weiter. Ja, das ist die Einführung gewesen hier in der Planer. Bisher erstmal viel zu erklären. Und in der zweiten Folge wird es dann hoffentlich richtig rund gehen. Jetzt speichern wir. Speichern macht man, wie es sich gehört, im Laptop. Ihr seht, ich hatte ja diesen Reset ausgeschaltet. Jetzt startet er den also zickzack sofort neu. Das ist natürlich super. Und jetzt können wir hier einfach unseren Spielstand speichern. Hier gibt es schon einige. Ja. Und überschreiben wir mal. Und dann würde ich sagen, danke, dass ihr dabei wart, hier in der ersten Folge zum Let's Play von der Planer. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr verfolgt diese neue Let's Play-Reihe auch weiterhin. Für mich eines wirklich der besten, eine der tiefgehendsten Wirtschaftssimulationen, sage ich mal lieber, die es so in den 90ern gab. Auch wenn, ich habe es in einer anderen Serie schon mal gesagt, die PC-Player diesem Spiel leider nicht so eine hohe Wertung gab. Ich verstehe die Kritik. Die Kritik am Spiel war zum Beispiel, dass es eben einseitig darum ging, nur Reichtum anzuhäufen und das auch so ein bisschen plump ist, auch mit der Ehefrau, die da immer mit irgendwie solchen Wehwehchen ankommt. Und zum anderen, dass es eben etwas trocken ist. Es sind eben wirklich, es ist zahlenlastig. Aber es ist eben insgesamt schon ein sehr, es ist schon ein forderndes Spiel. Das werdet ihr sehen, wenn wir ein bisschen weiter gespielt haben und doch an manchen Tagen kaum mit der Zeit hinkommen. Und das ist eben dann auch eine realistische Situation, ja, die da entsteht, wenn man da so im Management ist. Ja. So viel nochmal dazu. Wie gesagt, danke, dass ihr dabei wart. Ich freue mich drüber und hoffe, ihr seid das nächste Mal mit dabei. Tschüss, euer Thomas.